Moin ihr Lieben und willkommen zu einer ganz neuen Folge mit brandheißen, coolen News. Denn es gab auf Griefer Games wieder mal ein Update und dieses Update hat es wirklich in sich. Ich zeige euch mal, was los ist. Wenn man /P auf sein Grundstück eingibt, dann sieht man erstmal das Plotmenü, also das, was eigentlich schon immer da war. Und hier gibt es jetzt den Befehl aushöhlen. Warte, der war auch schon immer da. Was ist denn dann jetzt neu? Wenn wir draufklicken, sehen wir was Neues. Und zwar war es so, dass ihr bisher entweder euer Plot nur die Erde aushöhlen konntet und die Grasnarbe stehen lassen, oder ihr habt samt Grasnarbe das gesamte Plot ausgehöhlt für $10.000 und dann war das Plot einfach leer. So, hier hat sich aber einiges geändert, denn ihr könnt auf dieser Seite die Obergrenze festlegen und auf dieser Seite die Untergrenze des Aushöhlens festlegen. Und dabei bezahlt ihr auch nur einen entsprechenden Preis für die Anzahl der Blöcke und des Materials. Wenn ihr also das Ganze halbieren würdet, wäre das Ganze nicht mehr ganz so teuer. Sagen wir mal, wir gehen hier und zwar könnt ihr mit einmal klicken immer einen Schritt runtergehen. Mit der rechten Maustaste klicken könnt ihr immer zehnerweise runtergehen. So, 64 ist das normale Limit, deswegen gehe ich jetzt mal hier auf 32 runter und lasse das hier oben aber auf -1 stehen, also unter der Grasnarbe. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehe ich, das Ganze kostet nur noch $5.081, also die Hälfte, weil ich nur die Hälfte ausgebuddelt haben möchte. Sehr cool ist es aber für alle, die zum Beispiel vorhaben, auf den obersten 10 Blöcken zum Beispiel noch einen Graben auszuheben. Die könnten jetzt sagen, okay, ich möchte das Plot zwar bis unten hin ausgehöhlt haben, aber statt 64, die 65, also das Gras lassen wir stehen, plus 10, ja, plus noch mal ein paar Reserve. Sagen wir mal 50, ab Level 50 nach unten höhlen wir aus. Und dann sehen wir, der ganze Spaß kostet jetzt $7.939, ist eine schnelle und bequeme Sache. Und dann drücken wir hier drauf. Klick und bestätigen das Ganze. Flupp. Und jetzt sehen wir hier, wenn wir auf das Plot zurückgehen, wir haben unsere Grasnarbe, alles gut. Jetzt können wir uns hier in der Ecke mal reinbuddeln. Grasnarbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und ab hier stürzen wir in die Tiefe. Also, wir haben jetzt oben die 13 Blöcke, die wir übrig gelassen haben, um eben einen Graben zu realisieren oder was auch immer. Das ist richtig, richtig cool, denn jeder, der so einen Plot komplett ausgehöhlt hat und dann nachträglich einen Graben reingezaubert hat, der weiß, wie schwer das ist. Jetzt könnte man hingehen, hier einfach eine TNT-Spur ziehen und könnte so schon mal einen groben Graben vorspringen und dann noch ein bisschen auskleiden und wäre ruckzuck fertig mit seinem Graben und unten drunter wird trotzdem alles ausgehöhlt und das Ganze zu einem billigeren Preis. Also weniger Arbeit, günstigerer Preis beim Aushöhlen, gefällt mir richtig gut. Das ist aber noch nicht alles. Wir können jetzt nämlich auch Folgendes machen. Wenn wir hier auf dem Plot einen Baustoff hätten, den wir loswerden wollen. Angenommen, wir haben ein schönes Plot, von mir aus auch ein großes Merch, das spielt überhaupt keine Rolle, und wir haben darauf eine Menge Obsidian geplaced, das wir jetzt loswerden wollen. Also wir haben vielleicht eine Kammer aus Obsidian gebaut, ein Lager aus Obsidian gebaut, was auch immer, und wir wollen dieses Obsidian-Lager eigentlich gar nicht mehr, wir wollen das loswerden. Dann können wir hingehen, ebenfalls mit dem Befehl, /p, zack, dann aushöhlen, und dann können wir hier über den Filter sagen, ich habe jetzt kein Obsidian dabei, aber nehmen wir jetzt mal Corrosion Dirt. In dem Fall würde es nur den groben Dreck wegmachen. Ja? Man könnte sogar sagen, Kisten. Ich möchte auf dem Plot alle Kisten entfernen. Würde ich nicht empfehlen. In der Regel wäre das ein schlechter Deal. Aber es ist möglich. Oder alle Stone Bricks entfernen. Genauso geht das auch mit allen anderen Stoffen. Und dann sehen wir auch relativ schnell, okay, Stone Bricks, ich habe keine Stone Bricks. Deswegen kostet es halt auch nichts. Ja? Wenn ich jetzt den Filter wieder rausnehme. Na. So. Jetzt der Filter wieder draußen, dann zahle ich halt jetzt nur noch für den Rest Erde, der noch da ist, wenn ich den komplett rausholen würde. Super geiles Update, super geile Info, super schnell informiert, nur für euch. Und von daher viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr könnt das gebrauchen und wir sehen uns wieder in einer der nächsten Folgen. Schaltet ruhig ein und bald geht auch die Anti-Scammer-Kampagne los. Was heißt Anti-Scammer-Kampagne? Bald geht auch die Lass dich nicht scammen Videoreihe los. Von daher viel Spaß, das wäre wieder ein kurzes Update. Bis dann, euer Rouge, macht's gut, ciao.